Wir sind am Forellenteich. Ihr habt es im Thumbnail schon gesehen. Einmal im Jahr muss es sein. Schonzeit ist immer noch voll im Gange und das ist natürlich die perfekte Möglichkeit, ein bisschen angeln zu gehen. Wir wollen heute ja versuchen, 6 Forellen zu fangen, ist das Ziel. Und zwar mit kleinen Cheburashkas, also ja, kleinen Gummiwürmern, kleinen Gummifischen. Ganz leicht über den Grund zuppeln. Geil, Mann, ich hab Bock. Ey, das Wetter ist halt auch einfach echt ein Traum. Besser geht nicht, wa? Ich sag mal so. Also mehr hätten wir uns nicht erwünschen können, wa? Da geht schon was ab an der Oberfläche. Bro, das ist eine Pumpe? Das ist eine Pumpe. Ja, okay. Der Pro am Spotten. Auch schön hier mit den weißen Schuhen, Digga. Schön, durch, schön durch den Schlamm durchsteppen. Ja. Oh. Oh. Okay, ich brenne. Wir müssen gleich mal ganz schnell die Angeln holen. Der Tarpun des armen Mannes. Leute, ihr seht, wir haben richtig Glück heute. Wir sind die absolut einzigen hier. Es ist eigentlich ja niemand da. Donnerstagvormittag. Sind nicht alle so arbeitslos wie wir? Sind nicht alle so hardcore arbeitslos am Start wie wir beide? Nee, aber ich fuck jetzt auf Forelle. Generell, ich glaube, ich war noch nie an so einem schönen, an so einer schönen großen Anlage hier. Ja. Ohne Witz, das ist voll schön. Ah nee, das ist hier quasi der natürliche Bach, glaube ich, der hier durchgeht. Und da zwacken sich die Teiche hier in dem Forellenteich das Wasser ab. Also echt eine natürliche Anlage. Ich glaube, die Forellen schmecken hier dann auch deutlich besser. Nicht so schlammig oder so. Das ist jetzt, glaube ich, der Lachsforellenteich oder der Saiblingsteich. Schöne Schlachtanlage haben wir hier auch. Da werden wir hoffentlich nachher die Forellen ausnehmen und filetieren. Jetzt holen wir erstmal die Sachen aus dem Auto. Und dann fangen wir erstmal an zu knoten. Das ist das Setup hier. Jo. Das kleine Chebu. Und ein Hook. Ich werde mir dann einen kleinen Worm erstmal dran machen, zeige ich euch gleich. Aber vorher mache ich mir neues Fluor dran. Leute, wir haben übrigens auch keine Spoons oder irgendwas dabei. Also wenn das mit den Chebus hier nicht klappt, dann ja, dann wird es schwer. Aber ja, wir haben zwei Chebus auch nur dabei. Also dürfen wir auch keinen Hänger bekommen. Vorbereitung mal wieder on point hier bei uns. Der Snap ist zwar ein bisschen way too big, aber eigentlich ist es, meinte Erik gerade ganz gut, dann glitzert es mehr hier. Ich habe keine Ahnung davon, aber... Und da machen wir jetzt einen kleinen Wurm drauf in 3 Inch. Schauen wir mal, ob die Bock auf Chebus haben. Und kleine Gummiwürmer. Der Wurm ist mir hier für den kleinen Haken ein bisschen zu lang, wenn ich das hier mal so dran halte. Ja, deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz ein kleines Stück vorne abschneiden. Also Leute, so sieht jetzt der fertige, montierte Cheburashka-Wurm aus. Den vorne ein bisschen kürzer gemacht, der war sonst ein bisschen zu lang. Erik, schau mal. Passt so, oder? Sieht sehr gut aus, ja. Okay, erster Wurf. Schauen wir mal, ob es hier direkt ein bisschen Bock hat. Erstmal Erik überworfen. Hängt die erste, Leute. Geil. Also Chebu scheint zu funktionieren. Geil, ey. Holst du den Kescher, Erik? Schöne Forelle, ne? Yes. Geil. Geil, Bro. Ey, wie in der freien Natur. Wie in der freien Natur. Erste Forelle. Klar, wir sind ja am Forellenteich, ne? Ist jetzt nicht die biggest Challenge, aber macht Spaß einmal im Jahr. Ja. Auf jeden Fall eine coole Aktion. Vor allem ein wunderschöner Fisch. Also so Forellen einfach immer wieder unfassbar schön. Makellos. Schaut mal ins Maul. Die hat den Chebu komplett inhaliert. Also absolut krass, kampfstarker Fisch. Auf den kleinen Nacewurm, ne? Auf den kleinen Nacewurm und die werden wir uns auf jeden Fall schmecken lassen. Richtig cool. Ja. Schauen wir, ob wir noch eine fangen. Ich habe ihn am Anfang immer rund geführt, da kam gar nichts. Und dann habe ich ihn im Freiwasser, aber mit so ganz kleinen Schlägen in der Route, dass er immer so gesprungen ist. Und dann ist die instant drauf. So, entspannt. Kleines Nutria. So coole Tiere einfach. Okay, guck mal, wie weit der fliegt einfach, meiner. Ja. Das ist schon echt weit, ey. Aber ich sag dir, es ist die dünne Schnur, oder? Ja. Erik. Geil. Komm mit, komm mit. Geil. Warte, ich hol einen Kescher. Ich hol einen Kescher. Oh,
Yes. Geil, ey. Schön, Mann. Ja. So, meinst du, die ist ready? Ja. Opa. Geil, Mann. Petri. Danke, Ketter. Läuft, ey. Jetzt haben wir beide eine gefangen. Eine schöne Größe, finde ich. Ja, sehr gut. Forellen immer ein bisschen schwierig zu präsentieren. Aber wirklich schöne Fische. Schöne Zuchtforelle. Sehr schön, Mann. Ich glaube, es ist echt mega wichtig am Forellenteich, dass man diese Rolle so voll offen lässt, weil die haben so ein weiches Maul, dass sie so richtig easy Schnur abziehen können. Ja. Sieht man ja auch in diesen ganzen Forellenvideos, ne? Da geht instant die Bremse an. Ja. Ich hatte auch am Anfang zu fest und dann direkt abgegangen. Ja. Ist echt wichtig, dass sie direkt... Oh, Erik. Vor den Füßen. Sehr schön, sehr schön. Ich hole einen Kescher. Diese dünnen Ruten liegen sich ja so ein bisschen Sandteil. Geil. Ja, das ist eine starke Forelle, oder? Ja. Das ist, glaube ich, bisher die größte. Schöner Fisch. So, ich mache mal den Kescher bereit. Okay, wir gucken mal wieder ab. Yes. Stark. Nice, Mann. Geil. Richtig cool. Wieder reingeworfen. Ist echt die beste. Auch richtig Kampfstark gewesen. Nächste Forelle. Genau. Wunderschöner Fisch. Sehr kampfstark gewesen, ne? So, haben wir jetzt nochmal einen Spot gewechselt. Ist jetzt quasi auf der anderen Seite vom Teich. Echt geil, dass wir heute alles für uns haben hier. Und ich versuche jetzt mal Forelle Nummer 4 zu fangen. Da hängt sie. Oh, Alter, die ist stark. Alter, die ist stark. Boah. Stark. Da kommt sie, oh, die will ins Unterholz. Oh, die will ja schon von alleine an Land hier. Das lassen wir uns nicht nehmen. Das war ja wohl die einfachste Landung überhaupt. Alter. Geil. Nächste Forelle, wieder absolut makelloser Fisch. Also richtig gut, richtig schön genährt, nicht so fett. Ich finde es mal ganz nice, wenn die ein bisschen slim sind. Schön lean, richtig cool, ey. Richtig toller Fisch. Nice. Fisch Nummer 4. Schnell zurück damit. Ich finde den Forellenteich hier irgendwie auch übelst schön, oder? Ja. Voll die schöne Anlage. Hier direkt am Meer. Guck mal, die anderen Angler hinter uns, die kommen jetzt auch hierher. Die haben die ganze Zeit geangelt, jetzt kommen wir hier hin, erster Wurf. Gummifische und direkt eine Forelle. Ja. Ey, so muss sein, ne? Wir gehen jetzt hier mal ein bisschen eine Ecke weiter, dass wir auch das ganze Gewässer vollkommen erkunden und mitnehmen quasi. Köder sieht immer noch gut aus, bisschen runtergerutscht, aber dafür, dass er jetzt schon, wie viel, 3 Forellen oder so gefangen hat. Echt ganz, ganz geil, muss ich sagen. Neuer Wurf. Neues Glück. Ich habe echt an genau so einem Forellensee, gleiche Größe, gleiches alles, in Bayern bei meinem Onkel da unten in, am Bodensee so angeln gelernt. Bro, da wurde ich so gecatcht, da wurde ich so gehookt, ne? Da ist so ein Jagdinstrieb in mir freigeschaltet worden, wie so ein Predator, ohne Witz. Ich wollte dann nur noch angeln gehen, das war echt krass. Das war bei mir genauso. Ja. Ja, ja. Da ist die nächste. Ja, vielleicht aber auch nur. Klein finde ich ja ganz nice hier an. Ja, so klein ist die nicht. Cool, ich finde die eigentlich ganz big. Yes, geil. Okay. Nice, Mann. Top. Sehr schön. Fisch Nummer 5. Schönes Ding. Nächste Forelle. Fisch Nummer 5. Die sind so kampfstark hier. Richtig cool. Sehen alle super gesund aus. Richtig schön. Rosan hier. Tolle Fische.
Scheiße. Die hängt gut. Die hängt gut, die hängt gut. Oh, ich glaube, die ist. Die verhält sich irgendwie anders. Oh, und die ist auch gar nicht hoch. Oh, jetzt schöne Forelle. Wieder so eine tolle Größe. So, wir holen mal kurz den Kescher hier, Leute. Sehr schön, eingenetzt. So Leute, das ist Forelle Nummer 6. Wunderschöner, makelloser Fisch. Ihr seht es, richtig schön schlank, lean, slim. Nicht so fett, sag ich mal. So mag ich am meisten. Genau, wir haben euch mal ein bisschen gezeigt, wie wir hier mit kleinen Chiburaschkern, kleinen Gummiwürmern am Forellenteich erfolgreich sind. Wir werden die jetzt noch ausnehmen, dann nach Hause fahren. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon zum neuen Video.